Ich leite zu Hause eine exklusive Zahnarztpraxis. Ich kann mit Löchern in Zähnen umgehen, aber nicht mit Löchern im Boden und Unkraut. Zuschütten Sie den Unkraut. Zuschütten Sie den Unkraut und den Rasen vor dem Haus mit Kies oder andere Späne. Bitte pflanzt etwas darin, bitte. Macht es schön. Grüße, Elsa König. Oh. Und damit herzlich willkommen zurück zu Hausflipper. Frau Elsa König hat sich nicht nur im Studium hochgeschlafen, sie hat auch noch einen dreckigen Garten. Und wir wollen uns heute darum kümmern. Denn ich bin Kacho de Kalle Kuschinski und ich pimp deinen Garten, Alter. Yo, du wärst gern ein Player. Doch bei dir sieht's kacke aus. Der Kalle kommt näher. Der Junge pimpt dein Haus. Damn right. Hallo! Jetzt kannst du den Garten gestalten. Du kannst Pflanzen in der Kategorie Garten in den Shop finden. In den Shop finden. Ich finde die in den Shop rein. Hinein in den Shop. Also dieses Spiel ist übersetzungstechnisch wieder on point. Du hast den Gartenschlauch freigeschaltet. Now we're talking. Herzlichen Glückwunsch, du hast das neue Tool freigeschaltet. Mit dem Gartenschlauch kannst du die Blumen gießen, die Wassertanks füllen und den Schmutz außerhalb des Hauses abwaschen. Geil, so eine richtige Spritzpumpe. Das ist belohnt. Aber bevor wir jetzt hier die Gartenarbeit anfangen, müssen wir uns natürlich erst ausstatten. Ich kann ja jetzt hier nicht in meinem Hauspimper-Outfit den Garten pimpen. Ich meine, wir kommen auch da noch in die richtige Stimmung rein heute, denke ich. Aber trotzdem muss ich mich natürlich erstmal vorbereiten. Gartenschürze haben wir um. Ein paar Blümchen noch. So. So. Ich kann so gar nicht zocken, Alter. Alter, wenn das meine Mutter sieht, ey. Erstmal ein Bierchen. Oh, du, das ist... Prost. So, jetzt fangen wir hier auch mal an. So, was haben wir denn hier? Hier steht schon mal ein Pavillon. Hier ist ja sehr viel Unkraut, sehr viel Müll. Aha, Unkraut entwurzeln. Ach so. Aha. Ich habe kein Gefühl in meinen Fingern. Ist halt Gartenarbeit, da muss ich jetzt durch. Ich muss jetzt erstmal die ganze Kacke offensichtlich aus dem Boden rupfen. Dann machen wir das mal eben. Neuer Fertigkeitspunkt. Alter, ich bin... insane! So, was kann ich denn hier machen? So, ich habe einen Fertigkeitspunkt für Gärtner jetzt freigeschaltet. Schnellere Pflanzen um 80%. Schnellere Pflanzen? Wie schnellere Pflanzen? Also, ich kann die Sachen schneller einpflanzen, oder wie? Großer Rasentrimmer 2019. Und Gärtner sind sichtbare hohe Rasen auf der Minikarte. Ja, ich nehme den Rasentrimmer. Das ist das Einzige, was irgendwie aus meiner Sicht richtig geschrieben ist. Oh, ich kann auch aufräumen nochmal skillen hier. Ah, das machen wir aber später. Verhandlung? Lol, ich kann Preise verhandeln? Und haben einen belohnt. Aber das machen wir alles nächstes Mal. Wir kümmern uns heute nur um den Garten. Also wir verdienen ja in dem Spiel recht schnell Kohle. Aber wir geben ja auch immer sehr viel aus. Wir sind ja sehr spendabel. Und die Elsa mit ihrer geilen Zahnarztpraxis hier, die soll natürlich einen geilen Garten bekommen. Aber offensichtlich haben wir nur das hier vorne, wa? Das ist ja auch der Grund, warum man in diese Praxis rein will. Man sieht den Garten und denkt sich so, geil, hier lasse ich mir die Zähne machen. Pflanze die Pflanzen in Nadelstrauch. Das heißt, wir gehen mal auf die Tablette. Wo ist denn jetzt hier diese Nadelstichpflanze? Dann nehmen wir erstmal den. Ha! Pflanzt die Pflanze. Ah, guck mal! Mit dem Spaten! Ja, gut, dass ich Handschuhe anhab. Halte, um zu graben. Oh. Setz die Pflanze ein. Plupp. Bedecke mit Erde. Achso. Oh, jetzt müssen wir hier. Und jetzt noch gießen. Alter. Hier sollen wir das auch machen. Gut, dann machen wir das gleiche hier nochmal. So, nehmen wir mal einen anderen. So, hier rein. Und raus. Und rein. Und raus. Wie zu Hause. So, setz die Pflanze rein. Bedecke sie mit Erde. Und dann abgießen.
Dann strahlt es auch im neuen Glanz. Schön. So, müssen wir hier auch noch eine Nadelstich-Scheiße? Ja, also die wollen hier überall Nadel. Gut, wir machen jetzt hier den gleichen Scheiß nochmal. Denn wie gesagt, unser Fokus ist hier nicht auf den Pflanzen. Unser Fokus ist auf der Dekoration. Die Dekoration ist muy importante, Alter. So, hier muss jetzt hier alles gekiest werden. Wir haben auch schon gut Money gemacht. $772? Das ist schon nicht wenig, sag ich mal. Das ist jetzt auch unser erster Garten, den wir machen. Es werden vielleicht noch Gärten hinzukommen. Und dann werden wir uns dann auch damit befassen. Ist doch glasklar. Ich meine, dieser Garten ist jetzt auch nicht sonderlich groß. Wir müssen sowieso mal gucken, wie viel hier eigentlich möglich ist. Ich will hier sowieso eigentlich die ganze Scheiße rausruppen. Aber Frau Elsa, König aller, die lässt mich ja nicht. Guck mal, bunter Kies, zweifarbiger Kies, einfarbiger Kies. Was nehmen wir denn da? Was sieht denn besonders gut aus? Hier dieses Himmelblau. Guck mal, das sieht aus wie Basmati-Reis. Könnt ihr mir nichts erzählen? Okay, wie machen wir das jetzt? Oh weia, da muss ich aber Maßarbeit leisten. Kann ich hier nochmal drüber? Perfekt. Ich kann das auch gedrückt halten. Geilo. Guck mal, das sieht doch schon Optimum aus. Optimum Primo, Alter. Richtig geiler Boden. Was ist hier mit diesen Ecken? Ah ja, die kriege ich schon noch weg. Das muss hier alles sauber gemacht werden. Das, hier keine Schlamperei. Das ist hier die aller Ultras GmbH. Das wird hier anständig gemacht. Zwischendurch ein kleines Päuschen. Ah, das sieht sehr gut aus. Ich finde, ich habe das sehr gut gemacht. Kleiner Internetapplaus, bitte. Erste Sahne. So, nehmen wir noch den einfarbigen. Oh, dieser rote, der lächelt mich aber an. Ich glaube, ich nehme hier den hier. Den gelben, den pissgelben. Wenn Elsa nämlich mal einen Hund hat und der pisst auf den Kies, dann fällt das nicht auf. Da ist natürlich, da hat der Kalle wieder mitgedacht. Guck mal, wie das blitzt und blinkt, Alter. Das ist richtiger Blink-Blink-Kies. Das ist genau unser Style. So. Arbeit ist verrichtet. Wir können Feierabend machen. Können wir. Ich würde sagen, hier fehlt noch der feine Schliff. Oh, da musst du aufpassen, dass da nicht was mitkommt, du. So, ich würde das hier gern verkaufen. Darf ich? Och, Mann. Ich will das loswerden. Oh, ich weiß schon, wofür wir das gebrauchen können. Die Gartenmöbel stellen wir nämlich mal hier hinten hin. Scheiß mal auf die Karre. Kann ich die auch umstellen? Ja, also seit einer geraumen Zeit gehe ich auch ins Fitnessstudio. Hier muss das Auto hin. Egal, wir platzieren das hier hinten schön in der Ecke. Das bleibt jetzt hier hinten stehen. Wir brauchen hier den Platz. Ich finde, so eine Kinoleinwand ist unnormal essentiell. Wenn ich jetzt hier so sitze, kann ich da noch genug sehen? Nee, das muss näher ran, ne? So ist geil. So ist unnormal belohnt. So, jetzt brauchen wir den Projektor noch. Zack, hier, gib her. Frage ist, wo stellen wir den hin? Können wir den hier aufstellen? Das heißt, brauche ich irgendwie so einen Tisch oder so. Dann kann ich hier so ein Gusseisen. So, der kommt jetzt hier hin. Genau, dann kommt hier jetzt der Projektor rauf. Das heißt, wenn man mal beim Zahnarzt warten muss, verlagern wir das Wartezimmer einfach nach draußen. Und dann kann man auch hier, so wie letztens auf dem Klo, immer die neuesten Kalle-Videos gucken. So, Essen ist fertig. Abonnieren nicht vergessen, nicht wahr? Nehmen wir mal hier so einen Sandsack, Alter. Also, das muss hier schon getrennt sein. Hier schön im Auto. Ich würde sagen, mit dieser Bank kann man entweder so ein bisschen wenigstens noch Fernsehen mitgucken. Sind aber unbelohnende Plätze. Dafür kann man aber hier den Leuten beim Sport zugucken. Bedeutet, man kann auch selber noch überlegen, ach, ich gleich nochmal auf den Crosstrainer. Das ist doch eigentlich keine schlechte Idee. Den machen wir auch so, dass man, egal ob Männlein oder Weiblein, der Person immer auf den Ass gucken kann. Dann sitzt man hier und dann trainiert man da so. Und dann guckt man der Person so auf den Ass. Unnormal belohnt. So, dann würde ich sagen, bringen wir das auch nochmal mit ins Spiel. Also hier ist natürlich komplette Area nur für Sport und Entertainment, ne? Ist auch geil eigentlich, weil du hast dann hier, wenn du hier, wir holen jetzt hier gleich noch ein paar schöne Lautsprecher. Die müssen wir mal eben noch besorgen. Da brauchen wir nämlich hier zwei von. Zack, da brauchen wir noch einen von. Unnormal. Horizontaler Sound. Der kommt von hier unten. Ich weiß gar nicht, ob das eine richtige Ausrichtung ist. Muss ich ehrlich zugeben. Ich bin jetzt kein Hi-Fi-Experte. So, dann haben wir jetzt hier natürlich noch ein paar Lautsprecher für den Dolby Digital Round Mega 3D Ultra HD 4K Sound. Sportler brauchen natürlich auch immer Snacks und Sixpacks für die ganze Bande. Danke. Bedeutet also, wir bauen hier natürlich noch eine kleine Küche mit vor die Garage. Ansonsten fehlt hier natürlich auch für die nötigen Erfrischungen ein sogenannter Kühlschrank. Da können wir klassisch, aber auch einfach gehalten bleiben. Stehen wir direkt daneben. Sowas braucht man einfach im Leben. Einfach so ein bisschen Lifestyle. Verstehst du das? So, für die kleinen Leute, falls man dann Kinder mitbringt, auch noch ein paar Mopeds. Mit Ausrichtung zum Fernseher, damit die Leute natürlich direkt verblöden. Machen wir mal zwei. Kann man hier ein Wettrennen fahren? Finde ich gut. Jetzt haben wir noch eine zweite Hälfte des Gartens. Da müssen wir uns natürlich auch nochmal reinhalten. Da ist natürlich auch noch einiges zu machen. So, ein schönes Kinderkarussell hier rein. So, finde ich gut. Hier können die Kinder natürlich auch nochmal ordentlich spielen. Unterm Pavillon, da werden sie auch nicht nass. Ich denke ja auch mit. Ich denke da ja auch mit dran. Mehr
Feuer. Mehr Feuerstellen. Wollen wir hier nochmal einladen? Hier nochmal einladen? Oh, guck mal, wir machen hier den Feuern unter den Hintern. So ein bisschen wie Reise nach Jerusalem. Wenn die Kinder da im Karussell fahren, dürfen sie nicht da anhalten, wo die Feuerstelle ist. Sonst burns. Dann machen wir die mal wieder weg. Oh, jetzt ist hier so ein bisschen... Ah, das müssen wir kompensieren. Perfekt. Ein Bällebad. Ist unnormal belohnt. Hier sind die Lampen. Guck mal. Mit Lampen, wissen wir alle, kenne ich mich aus. Solarlampe, Diamant. Die Frau König ist ja quasi... Diamant ist ja schon im Namen. Ich hätte gern so Pufflicht. So rotes Pufflicht fände ich richtig nice. Für die Frau König. Da muss doch, das muss doch was hermachen hier. Die Zahnarztpraxis. Ansonsten, oh, Flamingo-Figuren! Guck mal, hier so eine richtige Flamingo-Familie, die bauen wir hier uns hier noch auf. Ich hätte hier noch so ein bisschen Disco-Beleuchtung gerne. Mir fehlt irgendwie so die Lichterkette, die ich hier ans Haus machen kann. Hey, Hausflipper TV, wenn ihr das seht, macht mal, dass ich hier so Lichterketten machen kann. Oder macht mal ein Christmas-Update oder so. Ist ja auch bald wieder Weihnachten. Wasserwand gerade. Wasserwandwelle. Unnormal belohnt. Ist ja pornösi. Also Symmetrie ist zwar nicht ganz gegeben, aber es sieht schon geil aus. Wenn ich mich hier so umsehe, in diesem Garten, meine Damen und Herren, ich glaube, oh, hier ist ja noch richtig viel Platz. Das müssen wir ändern. Ja. Setze Teich ein. Oh, jetzt muss ich erstmal graben. Geil. Ich kann Teich bauen. Unnormal. Also dieses Spiel ist, abgesehen von der Grammatik, mega geil. Füll mit Wasser. Alter, wie geil ist das denn? Also, meine Damen und Herren, ich würde sagen, wir haben jetzt hier wieder gute, fast 24 Stunden gebraucht. Aber ich denke mal, die Elsa König, oder wie die alte Truller noch heißt, die wird hier auf jeden Fall zufrieden sein. Wenn ich bei eurem Garten auch mal vorbeikommen soll, abonniert den Kanal. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüssikowski. Ich trinke jetzt hier noch mein Bierchen. Ah, belohnend.